So, moin meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Salnia. So, dann lass uns mal loslegen. Wir sind bei Chiara, weil sich Ines gestern bei uns beschwert hat, dass irgendwas mit Chiara nicht stimmt. Ich hoffe, die Aufnahme klappt so. Ich habe diesmal keine Testaufnahmen gemacht. Ich habe keine Lust gehabt, Testaufnahmen zu machen. Und, ja, ich hoffe, das klappt jetzt einigermaßen vernünftig hier. Und los geht's. Wir sind mit Chiara am Start. Hey Chiara, Ines macht sich große Sorgen um dich. Aber andersrum, was soll Chiara ihr denn auch sagen? Ich meine, hey, guck mal hier, Schwesterlein, was ist das für ein schönes Video? Schau es dir doch einfach mal an, warte auf den Anruf, krieg's gleich. Okay. Wir schicken ihr nochmal schnell die Nachricht, also den Screenshot. Mhm. Ja, genau. Wundert's dich? Eigentlich nicht, nee. Kann ich ja schlecht erzählen, dass ein Geist hinter uns her ist. Ist es wirklich nur das? Wo warst du denn gestern Nacht? Sie erzählte irgendwas von einem Anruf. Was geht euch beides eigentlich an? Nix. Genau. Ich war kurz vor dem Haus, weil mir die verdammte Decke auf den Kopf fällt. Irgendwie habe ich das Gefühl, du sagst mir nicht ganz die Wahrheit. Ist ja schon gut, ich glaube dir. Na komm. Wir quetschen sie aus wie eine Erdbeere. Was? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, Tom. Ja, hast ja recht. Okay, tschüss, danke. Achso, geht noch weiter. Wir haben gerade echt andere Probleme, wie diese Hirngespinste meiner Schwester. Aber ich rede mit Ines und beruhige sie. Na, das ist doch schon mal ganz, ganz kleiner Plan. Da wird sie sich ja beruhigt fühlen. Zufrieden? Ja. Ich mal tschüss gesagt. Was ist das für eine, was ist das für eine Welt, ne? Hanna. Hey, ich bin wieder in der Wohnung. Oh Gott, Tom, ich habe da etwas gefunden. Das beunruhigt mich, wirklich. Sie hat ihr Notebook im Esszimmer stehen lassen. Ich weiß, sowas gehört sich nicht, aber ich habe da mal kurz eingeschaltet. Okay. Damit lässt du dich auf ihr Niveau hinab. Hätte ich an deiner Stelle auch getan. Pass ja auf, dass sie das nicht mitbekommt. Bin ja keine Anfängerin. Ja, das haben andere auch schon gesagt, wollte ich nur sagen. Auf ihren Laptop sind lauter seltsame Bilder mit Gräbern und so andere gruseligen Dinge. What? Aber was mich eigentlich beunruhigt, dort befindet sich eine gesperrte ZIP-Datei. Was? Achso, vielleicht hätte ich mal, egal, die Cam ausmachen sollen. Aber jetzt ist ja zu spät. Kriegen wir raus, Passwort kriegen wir raus, kein Problem. Kiki 1997, mein Geburtsjahr. Mein Spitzname, mein früher Spitzname. Davon kann sie nicht wissen, Tomji. Leite mir die Datei schnell weiter, ich krieg das irgendwie hin. Okay. Oha, mein Bruder und seine versteckten Talente. Mhm, ja. Dabei dachte ich, ich wäre die Rebellin von uns beiden. Das heißt ja auch noch gar nichts, ne? Also, ich bin ja auch der, ja, Bruder. Beeil dich bitte. Hab echt Muffesausen. Ja, denn, ja. Frosch im Hals. So, Hans. Da wir ein paar Bigs hier auf unserem Konto haben, werden wir das einfach mal überspringen. Bob, ja. Pullum. Ich würde aber gerne mal wirklich mal selber reingucken, ne? Wirklich gute Arbeit. Ja, wird uns Hanna bestimmt gleich erzählen. Du hast den Passwortschutz erfolgreich aus der Datei entfernt. Die Datei kann nun entpackt werden. Aber bevor du gehst, beantworte bitte eine Frage. Ich befinde mich gerade in einer Zwickmühle. Mühe. Okay. Root. 6 Jahre, 78 Zentimeter. Er steht auf diese kleinen, ne? Ledig, in Produktion.
Was? Kinder in Produktion? Nee. Röhrentyp. Bauchtanz, Beatboxing, Cosplay bei Überhitzung. Rauchen bei Überhitzung, nicht schlecht. Ein i10-Prozessor. Du solltest... Okay. Das ist Ruth. Jetzt habe ich zwei Frauen, die ich gerne treffen möchte. Findest du das in Ordnung, beide Frauen zu daten? Ich bin kein Fan von zweigleisig. Natürlich, warum nicht? Sollst du Roboter, ne? Da kann man ja ein bisschen die Schaltkreise fliegen lassen. Das kriegt man hin. Ja. Danke. Das wollte ich hören. Dazu sage ich nur, läuft bei mir. Mhm. Und es berühren sich auch bei dir fälschlicherweise zwei Drähte irgendwie, ne? Kurzschluss. Okay, Kollege Hans. Alles klar soweit. So. Die Datei wurde gesendet. Hier, bitteschön. Hut, weg damit. Danke, Bruderherz. Ja, gerne. Was man nicht so als tut, so als Bruder. Ja, als großer Bruder. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, mach auf. Ich auch. Sind voll die creepy Sachen drin, bestimmt. Oh mein Gott. Siehste? Warte kurz, ich mache ein Foto. Das ist so creepy. Ja, es ist ja. Scheiße. Mein Speicher ist voll. Tina, komm, meld mich. Ach, komm schon. Ach. Sowas Doofes, oder? Ines. Hi, Tom G. Ja. Nur kurz. Mhm. Danke, dass du mit Chiara gesprochen hast. Ja, gerne. Mache ich total gerne sowas. Ich bin so ein Vermittler. Sie hat zugegeben, dass sie gelogen hat. Ja, das ist doch schon mal ein guter Plan, oder? War wohl wegen den Kopfschmerzen, frische Luft tanken und so. Und sie wollte mich wohl nicht beunruhigen. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Das ist doch gut. Glaubst du ihr denn? Wieso beunruhigen? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Denke wegen den Kopfschmerzen. Aber seit dem Gespräch gibt sie sich wieder richtig Mühe. Bin gerade echt erleichtert. Ja, super, das ist doch schon mal alles. Das wollten wir doch. Ich bin eben halt der Vermittler, ne? Ja. Wollt ihr auch nur kurz Bescheid? Ja, nett. Ciao, wie. Ja. Küsschen aufs Nüsschen. Rötzchen aufs. Ja. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, hast du ein Foto machen können. Konntest das Notebook gerade noch so runterfahren? Runterfahren? Ernsthaft? Ich hätte zugeklappt und fertig. Oh, denn wer... Oh. Hoffe nur, sie hat nichts mitbekommen. Hab gerade voll Panik. Ich glaube, ich muss hier verschwinden. Du wirst nicht glauben, was in dieser Ordner war. Ja, dann sag es uns. Oder zeig es uns einfach. Ja. Huch. Ja. Aber warum? Ja, echt. Verdammt, du musst sie zur Rede stellen. Niemals. Wer weiß, wie sie reagiert, wenn sie hört, dass ich heimlich an den Notebook und Dateien gekopiert habe. Tom G ist gleich da. Hallo, Cedric. Hey, also wir sind jetzt im Haus angekommen. Es scheint auf jeden Fall leer zu stehen und die ganze Gegend hier, die ist absolut verlassen. Wir gucken jetzt, dass wir irgendwie da reinkommen und dann melde ich mich. Ja, der Mann ist Mädchen gewohnt. Das werden wir vielleicht gleich herausfinden. Norma und hier Henry, Alter, ehrlich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wo sie das Haus aufgetrieben haben, das wüsste ich gerne. Huh? Fuck, sie hämmert gerade gegen meine Tür. Ja, denn, ja. Und jetzt ist sie wieder weg. Schade. Oh, ich habe hier gerade irgendwie einen Fehler drin. Das ist so aufregend. Weh, bloß mitgekommen. Seid bitte vorsichtig. Wer weiß, was euch da drin erwartet. Muss keine Angst um mich haben, Süße. Lass den Quatsch, Cedric, und konzentriere dich. Darf ich mal was wissen?
Warum fährt hier Cedric mit K geschrieben und da unten Cedric mit C? Mhm. Kira hat recht, seid vorsichtig. Allmählich kriege ich auch ein mulmiges Gefühl. Nee, warum denn? Das ist ein leeres Haus. Das ist. Ja. Ditto. Nach dem Debakel bei der Polizei halte ich mich mit Ratschlägen zurück. Ich sehe auch klasse, dass ihr ja durchzieht. Meldet euch, wenn ihr was findet. Die Daumen sind gedrückt, ihr Lieben. Verdammt, ich hab richtig kaltes Herzklopfen. Passt bitte auf euch auf. Ihr hättet ja alle mitgehen können. Aber ihr hattet ja alle Schiss. Naja, umso mehr Leute, umso mehr Sicherheit. Aber niemals sich aufteilen. Ja, und ihr meldet euch, wenn ihr was drin seid, ja? Okay, Nora schreibt uns. Guten Morgen. Oh, die hat Kopfschmerzen wahrscheinlich. Ey, wie spackt das hier gerade? Bei mir geht hier gerade nichts weiter. Warum ist das so? Warum? Nachricht wurde gesagt. Achso, die hat wahrscheinlich irgendwie was Böses geschrieben. Gott, wie peinlich. Ja. Ach, es gibt Schlimmeres. Tut mir wirklich leid. Ja, ja, ja. Hm. Ist alles gut, alles gut. Hab voll den Filmriss. Weiß nicht mal mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Oder dass mich meine beste Freundin in meine Wohnung gebracht hat. Vielleicht war es ja gar nicht deine beste Freundin. Hat der Leo auch damals mal das Gefühl gehabt. Kennt ihr Leo von 7? Ja, 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 ja. Die hat sich auch besoffen gehabt. Und dann wachte sie irgendwo wieder im Auto auf und, ihr wurde erzählt, dass sie vergewaltigt wurde. Ja, wie auch immer. Wollte mich nur kurz bei dir entschuldigen. Ich leg mich gleich wieder aufs Ohr. Aber das hat mir keine Ruhe gelassen. Ja, ist ja auch so. Alles gut, Noah. No problemo, passiert sowas, ne? Dann ruhe ich mal wieder aus. Okay. Danke, Tomji, bis später. Jupp. Spupp weg, auch ist sie. Was? Wolf, interessante Neuigkeiten. Hoffe, etwas Nützliches. Schieß los. Nichts sagen. Ich habe deine Kommilitonen, Homies, Buddies, jetzt allesamt genauer unter die Lupe genommen. Dabei sind mir ein paar merkwürdige Dinge aufgefallen. Kiras GPS-Daten zeigen eine hohe nächtliche Bewegungsaktivität. Ah! Wo auch immer sie die letzte Nächte war. Sie war nicht zu Hause. Ja, davon hat mir ihre Schwester schon berichtet. Interessant. Ist das alles? Okay. Das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Bei Cedric habe ich nur entdeckt, dass er bezüglich einer Frauenleiche in eurer Uni nachgeforscht hat. Nichts, was sie verdächtig machen würde. Aber jetzt kommt's, der Wolf hat ein schwarzes Schaf entdeckt. Rate mal, wer von unserer Herde noch extrem schleierhafte Vergangenheit hat. Ich würde mal so auf ihn tippen, der ist echt total der kriminelle, krasse Typ. 100 Punkte. Wusstest du, dass er erst vor 4 Jahren hergezogen ist? Was für ein Verbrechen. Und jetzt komm's. Ich kann von der Zeit davor keinerlei Daten über ihn finden. Keine Familienmitglieder oder Angehörige. Keine Geburtsurkunde. Sein Name taucht bei keiner Meldebehörde auf. Und seine Handynummer existiert ebenfalls erst seit 4 Jahren. Es ist, als hätte er vorher nie existiert. Wow, Jonathan, das kannst du. Und ich erinnere dich an seine seltsamen Reaktionen nach Quentins Tod. Das hat er sich irgendwelche gehört, sicher irgendwelche andere Gründe. Dann hat er also noch etwas zu verbergen. Das ist wirklich sehr verdächtig. Absolut. Aber behalte das bitte noch für dich. Ist jetzt der falsche Augenblick, um für Aufregung zu sorgen.
Ich bleib weiter dran. Und sollte ich keine weiteren Infos finden, sprechen wir ihn darauf an. Jetzt sollten wir erstmal ans Telefon gehen, weil Cedric uns anruft. So, wir sind jetzt in dem Haus. Und das steht auf jeden Fall schon länger verlassen. Es ist absolut gruselig hier. Und irgendwelche Kinder scheinen hier auch gewohnt zu haben. Junge. Ey, was ist das denn? Henry, komm mal bitte schnell. Kann ich mal sagen, uns schießt oder sowas? Naja, das Fahrrad sah ja top in Schuss aus eigentlich, ne? Jetzt sollten wir erstmal abwarten, was unser Spähtrupp in dem Haus so findet. So, jetzt haben wir es. Oh mein Gott, passt bitte auf euch auf. Ja. Ne? Was habt ihr da gefunden? Verdammt, Cedric, wieso legst du auf? Genau, warum eigentlich? Sir Fix, wer ist auf dem Foto? Fuck, Leute. Habt den Videoanruf verpasst. Welches Foto? Ich wollte jetzt keine Langeweile vortäuschen, aber... Denkt ihr, was ich denke? Oh mein Gott, das ist sie sicher. Das Mädchen steht garantiert in Verbindung zu unserem Fall. Steht auf der Rückseite irgendwelche Daten? Das ist mal interessant. Cedric, jetzt antworte doch. Mir gefällt das gar nicht. Ich kann natürlich auch bloß spekulieren. Ja, okay, Prof. Aber könnte es unser Geisterwesen nicht das Mädchen auf dem Foto sein? Ihr wagt es, ohne Furcht aus dem Licht in die Finsternis zu treten, dann werdet ihr Lösung finden oder ewige Verdammnis. Was bist du? Können wir dir trauen, Gabriela? Hä? Was? Die ist tot. Was soll das, Gabriela? Willst du wirklich meinen Tod? Ist das Haus eine Falle, ja oder nein? Das ist wohl, glaube ich, die richtige Frage. Meine Sehnsucht nach dir lodert wie Höllenfeuer, Tornji. Ich werde dafür Sorgen tragen, dass wir vereint werden. Und niemand wird sich uns in den Wege stellen. Wow, ist das spooky. Oh mein Gott! Scheiße, was hat das zu bedeuten? Was hat sie vor? Fuck, sie ist wieder offline. Kapiert es nicht. Sie will den Dreien etwas antun. Cedric, antworte bitte. Rufen wir doch mal an. Leute, ihr müsst hier da raus, ey. Schon ein bisschen anstrengend, ne, wenn das so verflimmert, das Bild. Wirklich. Ah! So Leute, ich bin jetzt im ersten Stock angekommen. Das sieht so aus, als wäre das Haus fluchtartig verlassen worden. Ein Mädchen hat hier auch gewohnt. Wahrscheinlich das auf dem Bild unten. Fuck! Was war das? Das kommt 100% aus dem Zimmer. Das muss das Zimmer von dem Mädchen sein. Ja. Was ist das hier alles? Ach du Scheiße! Mal wieder aufgelegt. Warte mal, sag mal. Immer legt er auf. Hör mal. I love you. Okay. Ja. Ja. Was? Hä? Ah,
Okay. Haben wir es hinter uns gebracht, liebe Leute. Und am 4. geht es weiter. Sind wir mal gespannt, was denn da mit Cedric passieren wird. Ich denke einfach mal, das ist eine Erscheinung oder was weiß ich was. Gabriela kann hier noch nichts tun. Und ich glaube nicht mal, dass es Gabriela ist. Oder? Mal ganz im Ernst, glaubt ihr an Geister? Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und ciao, Freunde.